Deine Kindheit sind Rechner, im Gegensatz sehr billig. Kommt halt auch drauf an, was man da so ein Standardrechner, natürlich. Aber halt so ein High-End-Viech, da zahlt man schon mal 1000 Euro auch mal für ein ganzes Ding. Also locker. Ich weiß, ich habe für meinen Rechner damals auch mal 1000 Euro gezahlt und seitdem wird eigentlich nur so alle 6 Monate irgendwas ausgetauscht. Obwohl, ich werde jetzt als nächstes zum Beispiel meine RAM-Speicher erhöhen, verdoppeln. Von 16 auf 32. Also zahle ich auch gleich schon mal wieder 120 Euro. CSGO bin ich auch dabei. Ja, wie gesagt, eine Runde Battlefield noch, dann wird CSGO gespielt. Kein auf mich zu töten. Das ist böse. Ah! Granate raus! Noch eine Granate raus! Nochmal nachladen. Alter, wieder mit dem Scheißding, mit dem Glitch, ey. Könnte man mal versuchen. Ich muss ja halt fragen, ob sie Lust hat, aber wahrscheinlich wird sie nicht streamen, weil sie wieder sagt, sie streamt CSGO nicht, weil es bei ihr ja so laggt. Oder was bei Pixel Show ist. Bei mir ist auch eine Pixel Show, weil sehr viel besser ist mein Internet auch nicht, aber ja. Wie gesagt, dann ab Frühjahr, wenn dann das, wie heißt das, ach, Quad, nach Quatsch, wie heißt es denn? Ich weiß es nicht, aber es kommt bei uns in Österreich eine neue Technologie. Internettechnologie, da wird das IP-System abgelöst. Und dann sind auch mit veralteten Leitungen die vierfache Geschwindigkeit möglich. Heißt, statt 12 Mbit kann ich dann 16, 32, 34. Ja, so 64 Mbit circa fahren. Hoch und down. Heißt, dann wird Streamen sicher lustig. Was diese letzte Runde erinnert dich wirklich an Hardy? Wieso schreie ich rum die ganze Zeit? Miau! Nee, bin ich so ähnlich wie Hardy? Ehrlich? Achso, diese letzte Runde aber wirklich erinnert mich an Hardy. Okay, macht er das auch immer? Muss zu meiner Schande gestehen, ich schaue nicht wirklich Peetsmeet. Ich muss sagen, ich habe nicht wirklich Zeit, irgendwelche Videos zu gucken. Das ist, wenn man selber YouTube-Videos macht und aufnimmt und dann auch arbeitet nebenbei. Man ist irgendwie der Tag schon zu Ende. Der Tag reicht dann teilweise nicht mal. Dann noch irgendwie jetzt noch Videos zu gucken. Könnte schon was sein. Oh, 5000 D-Mark, Alter. Das ist 12.500 Euro. Ja, du mit. Es ist ja lustig, ältere Leute. Also wirklich alt. Ja, okay. Ich sage einfach Leute, die schon im Arbeitsleben waren, bevor der Geldwechsel waren. Es ist egal, ob Deutschland oder Österreich. Die in Deutschland rechnen sie noch mit D-Mark und in Österreich noch mit dem Schilling. Also ich hasse das voll, weil es ist. Was bringt mir das, dass das mal da war? Ich finde, es hilft mir ja nichts mehr. Jetzt ist der Euro da und auch wenn ich mich darüber aufregt, es kostet halt so viel Euro. Multiswitch mag man definitiv. Ja, dann müssen wir uns dann entscheiden. Aber es kann auch sein, dass ich einfach mal streame, wenn Lin CSGO spielt. Dann nehme ich das Streamen ab. Kann man ja auch machen. Oh, ich verlasse das Kampfgebiet. Entschuldigung, ich will nicht abhauen. Könnte man natürlich auch machen. Aber da muss ich sie fragen, ob sie das will. Ja, 5000 D-Mark ist echt schon viel. Muss ja sagen, das mit diesen Euro und Schilling, das, oder eigentlich D-Mark und Schilling, das hat mich voll fertig gemacht, wie ich nach Österreich gezogen bin, weil D-Mark war ich gewohnt, ich habe gewusst, was ich da an Taschengeld krieg, und dann kriegt man erstmal ein Taschengeld in Österreich, kriegt so einen Riesenhaufen Kohle, irgendwas waren es, ich glaube, über 200 Schilling oder so, was eigentlich nichts wert war. Also, es war, du hast dir ein bisschen was, gekauft im Supermarkt, vielleicht, was zu trinken, und hast gleich mal 20 Schilling da gelassen, und Schein. Also das war Wahnsinn. Und ich glaube auch der Umrechnungskurs damals von D-Mark auf Schilling waren 7,45 irgendwas. Also eine D-Mark war 7 Schilling und 45 irgendwas wert. Oder sogar, glaube ich, noch mehr. Also das war irrsinnig kompliziert. Oder nein, 13. 13 war es. Zum Euro waren es 7. Also katastrophal. Ich bin echt nicht mehr durchgestiegen. War richtig froh, dass dann ein Jahr später, nach einem Jahr, der Euro gekommen ist, also zwei Jahre später, 2001, war da richtig froh, weil dann endlich wieder eine Währung war, die man sich einigermaßen rechnen konnte im Kopf, muss ich sagen. Ich war damals 8, 9 Jahre alt.
Montags? Ja? Ich bin weg für heute. Okay, du Alex, wünsche ich dir einen schönen Tag und danke, dass du mitgemacht hast. Und einen schönen Abend noch. Immer noch gerne und an die Leute. Bis demnächst. Ciao, ciao. Tschö. Ja, Lordine, ich schaue nicht so viel Pizza mit. Okay, ich habe ein paar von diesen Best-ofs gesehen. Denn teilweise ist es schon richtig krass, wie die ragen. Also, wow. Muss ich echt sagen, dass halt auch das Sprachniveau vielleicht nicht so gut ist. Also, ich mag das gerne. Okay, du kannst mir auch einen Aus, also auf gut Deutsch einen Auszucker haben und kannst dich ja auch mal rumfluchen, aber halt sich da wirklich teilweise so krass zu beleidigen. Also, das ist echt schon richtig böse. Und dass die noch Freunde sind, das wundert mich wirklich, weil teilweise sind die richtig fies zueinander. Wie finde ich den 19-Euro-Schein? Spielgeld. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, warum sie jetzt wieder einen neuen machen müssen. Weil so lange gibt es ihn noch nicht und dass es so viel gefälscht wird, glaube ich jetzt auch nicht. Und ich bezweifle, dass der neue 10-Euro-Schein jetzt so viel fälschungssicherer ist als der alte. Ich glaube auch einfach, dass. Ich verstehe auch nicht, warum sie jetzt so einzeln jeden Schein für sich umändern. Warum sie nicht einfach jetzt alle Scheine auf einen Schlag ändern? Dann haben wir das einmal, das Getue. Und so, wir haben das irgendwie jeden Monat jetzt. Oder jeden 2 Monate kommt wieder ein neuer Euro-Schein raus. Puh. Ja, gut, wenn sie meinen. Aber wegen TS ist der Rocktox ja auf meinem. Ich habe einen eigenen Rocktox TS. Bin aber gerade im Aufnahmechannel drin. Und der Alex ist auch einfach reingegangen, ohne zu fragen. Eigentlich auch ein ganz böses No-Go. Aber er hat ja gefragt im Chat hier. Ich wusste nur nicht, dass er es ist. Stirb. Da, da, da. Ey, 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 ey. Der macht mir einfach kalt. Ja, Spielgeld. Es ist halt wirklich. Ist halt Spielgeld, aber das ist halt irgendwie schon immer. Und das sagt auch irgendwie immer jeder, dass der Euro Spielgeld ist. Ja. Ja, ich weiß halt nicht, warum er so bunt sein muss. Ich finde, wenn sich einen Dollar anschaut, der ist sehr schlicht. Der unterscheidet sich halt wirklich nur an der Nummer und an der an dem Präsidenten, der abgedruckt ist. Weiß ich auch nicht, ob vielleicht nicht einfach so eine einheitliche und jetzt nicht auffallende Währung besser wäre. Ich finde, im Endeffekt ist es sowieso wurscht. Ich finde, es sind die Arbeitsplätze wieder. Wahrscheinlich war ihnen einfach langweilig in der Nationalbank in Brüssel und sie haben gedacht, was machen wir denn, damit unsere Arbeiter was zu tun haben? Ah, genau, wir machen neue Euroscheine. Gut. Aber dass sie aussehen wie Spielgeld, das ist ja auch schon Bankräuber zum Verhängnis geworden. Dadurch, das ist jetzt schon ein paar, schon ein bisschen her. In Nachrichten mal gehört, das waren, ich glaube, die dümmsten Bankräuber überhaupt. Die haben eine Bank überfallen, sind reingestürmt und haben dann von einem Tresen Geldscheine mitgenommen. Nur diese Geldscheine, das waren solche Jux-Beträge wie 52 Euro, 49 Euro, 5, 1000 Euro. Und das waren eigentlich Broschüren. Und die Typen haben irgendwie 1000 von diesen Dingern mitgenommen. Haben halt da die Bank ausgeraubt. Und statt Geld haben sie, wie gesagt, 1000 von diesen Broschüren und diesen Dingern da mitgenommen. Und ja. Heißt, selbst die haben das gedacht, das sind echte Euroscheine. Und ja, zeigt, glaube ich, wie schnell man einen Euroschein verwechseln kann. Verdammt, wollte ein Messern. So. Dupdi-dupdi-du. Verdammt, die verlaufen wieder die ganze Zeit. Mein Hals ist schon wieder so trocken und ich kann mir nichts zu trinken erchecken. Nein! Das ist Folter! Oh. So, ich mache mir mein Granätchen durch die Tür. Dann stürmen wir durch die Tür. Und der Typ ist weg. Geil. La 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 la. Dupdi-dupdi-du. Hallo, Blanki. Da, 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 da. Der Blanki ist da. Auch mit einer Ding. Wie heißt das? Flashbang-Granate. Habe ich den getötet. Und den auch. Und dich auch, an der schon tot. Heck! Get the heck! Ja, Lodine,
ich weiß, ich habe halt einfach mit meinen Freunden halt, natürlich necken wir uns auch, ist ganz klar, aber halt nie diesen, ach du Sohn einer Hure und Kackgeburt, Arsch. Also das sind halt einfach Wörter, wo man denkt, das ist halt, es zeugt nicht wirklich von Respekt dem anderen gegenüber. Da kommt der Rockzopf einfach aus dem Dunkeln, natürlich kommt er einfach aus dem Dunkeln. Ich bin Messermeister, was erwartest du? Ninja! Dings da. So, ich bräuchte ein Medikit, bitte. Bitte, bitte Medikit. Bitte, bitte Medikit. Da, da liegen welche. Ah, danke. Dreifache Medikit-Wirkung. Activated! Okay, ja, das ist auch krass. Ich habe ein viel geileres Video gefunden aus Linz, wo Bankräuber am helllichten Tag eine Bank überfallen haben, rumgeballert haben, dann den Geldautomaten gesprengt haben und den dann durch die Fußgängerzone geschoben haben. Geschoben! Und das Lustige war, da war ein Kamerateam, die haben gerade einen österreichischen, ich glaube, Skispringen oder Fußball, irgendwen haben die interviewt. Und die waren halt da und haben das halt gefilmt. Und das geilste Kommentar von den Bankräubern war, verdammt, wo steht's Auto? Wo ist unser Auto, verdammt? Ich weiß nicht, wo wir geparkt haben. Also, er weiß nicht mehr, wo wir geparkt haben. Kommt die Polizei, Polizisten steigen aus, schauen die erst mal doof an. Und erst wie sie ihnen die Waffe unter die Nase gehalten ist, haben die zwei Bankräuber aufgegeben. Aber auch, ja, wie doof kann man sein, einen Geldautomaten durch die Fußgängerzone zu schieben. Dumm. Ganz ehrlich, wenn die Verbrechen generell so doof wären, ich glaube, dann hätten wir gar kein organisiertes Verbrechen, weil von Organisation kann man da nicht sprechen. Ja, FIFA oder CSGO, ja, natürlich ragt man da auch. Ich weiß auch, wenn wir LAN-Partys haben, da wird auch mal die Stimme ein bisschen lauter und aufgeheizt, aber bei uns waren halt dann solche Sachen drin wie umdrehen. Also es war eine der ersten LANs, muss ich sagen. Das LAN-Spielen hat bei uns angefangen, so 14, 15 Jahre alt. Also sagen, wir hatten einen Freund Call of Duty 2 zum 15. geschickt, der Bostox, der übrigens gerade auch im Server hier drauf ist. Und das war dann auch die erste richtige große LAN bei mir zu Hause. Lustigerweise genau, wo ich jetzt hier in dem Raum, wo ich jetzt bin. Das war früher, ja, ich war im Grunde, das sind manchmal schon lustige Menschen. Also in dem Raum, wo jetzt meine Küche drin ist, wo ich jetzt hier wohne. Das war früher unser LAN-Party-Raum. Und jedenfalls haben wir halt unten LAN-Party gemacht und wir hatten halt dann alle ganz frisch COD2, war ganz frisch rausgekommen. Und wir haben halt da auf Tuya, Tunesia, das war halt so eine Map in Tunesien, so eine Flachdach-Map, wo auf den Dächern rumgekrabbelt ist, hatte halt jeder ein Repetiergewehr, also Karabiner 98 oder eine Lee Enfield. Und wir sind halt da eigentlich nur rumgerannt mit diesen Gewehren. Also die haben uns hinter einen gestellt und haben geschrien, umdrehen. Sobald er umgedreht hat, haben wir den halt aus der Hüfte einen Headshot abgedrückt. Und es war halt die ganze Zeit nur mal, umdrehen, 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 da hab dich, umdrehen, ah! Die ganze Zeit nur mal so und halt, natürlich haben wir da auch geschrien, aber es war halt dann mehr so ein, ja, dreh dich um und ja, ich hab dich erwischt und ja, ne, schon wieder. Also, so eins war das. Also nicht wirklich beleidigend. Das kommt natürlich auch mal vor, der sagt, ach komm, du Depp, du, oder du, ah. Aber ich meine halt nie auf diesem Niveau. Und das ist halt, wie gesagt, ich finde vor allem, wenn man halt wirklich, wenn man jetzt offline spielt und man hat dieses Niveau, okay, verstehe ich. Aber wenn man jetzt wirklich aufnimmt und vor allem weiß, mir schauen jetzt mehr jüngere Leute zu, die ich jetzt auch beeinflussen kann, habe ich halt einfach die Meinung, dass man halt dann auch seine Sprache ein bisschen anpassen sollte. Wie ich gerade lachen muss. Und killen einen anderen. Ja, wen soll ich denn killen? Es ist keiner da. Also, wie gesagt, dieses Thema Ragen und so, wie gesagt, ist okay, ist absolut okay, mache ich auch mal gern, wenn ich mal AFK spiele. Aber ja, wie gesagt, muss ja nicht unbedingt in den Aufnahmen sein. Und vor allem nicht so krass, what the fuck, was war das jetzt? Ich habe da auch nichts gegen Pizzamid, weil dann wird einem jetzt ja schnell mal unterstellt, man hasst Pizzamid oder irgendwas. Im Gegenteil, ich respektiere das voll, ich finde auch klasse, was der Peter sich da aufgebaut hat. Wollen wir auch mal schaffen, weil er ist ja eigentlich auch Mitbegründer des Gamestar-Netzwerks. Aber wie gesagt, ich würde diese Größe halt, wie gesagt, einen anderen Ton einfach anschlagen. Weil, wie gesagt, es schauen einfach Kinder zu, das ist einfach so und muss nicht sein. Wie gesagt, ein Gronkh und ein Sarasa schaffen es ja auch. Ich finde, die regen sich ja auch auf, wenn sie gemeinsam spielen. Ich finde,
Ich erinnere, glaube ich, an die GTA 5-Folge, wo Gronkh da so geraged hat wegen diesen Ameisen 23 und hat auch ein paar Wörter benutzt. Das ist in Ordnung, aber er macht es nicht ständig und er macht es auch nicht in dieser Intensität. Ich muss mal einen Schluck trinken, weil mein Hals ist so trocken, ich kriege gleich Halsschmerzen. Wahrscheinlich bin ich morgen komplett heiser. Sehe ich jetzt schon irgendwie. Wow. Ninja Review. Kommt von oben runtergesprungen. Jetzt habe ich wieder Rubber Banding. Schnell hinstellen, 5 Minuten. Ah, ja, so gut. Das wurde jetzt richtig gut im Hals. So. Schmeißen wir nochmal eine Granate. Ist doch keiner mehr. Warum ist der gestorben? Gestorben. 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 Ich nichts mehr sprechen Deutsch können. Warum ich dich nicht messern können? Alter. Nervt, 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 nervt. Boah. So. Sag nach der Runde spielen wir noch eine Runde CSGO und dann werde ich auch mal Schluss machen für heute, weil jetzt wird es langsam doch schon spät. Und ihr wollt ja nicht, dass mein Hals, ich wirklich noch Halsschmerzen krieg. Wäre ja nicht so gut. Hallöchen. Wie meine Kugeln einfach nicht treffen, weil ich schon wieder so einen hohen Ping habe. Ameisen 23, nur daran denke, wo sie da lachen. Ja, absolut geile Folge. Muss ich sagen, es geht ja unter Let's Play anfangs sehr viel verfolgt. Einfach aus dem Grund, das war eben die Zeit, wo ich da in Wien war und muss auch sagen, ich habe in Wien außer den Kollegen nicht viel gekannt. Und wenn du da wirklich mal so ein 3 Tage auch im Büro gepennt hast und dann echt mal am Wochenende daheim warst, wirklich sicher warst, du hast jetzt 3 Tage frei und dann weißt du nicht, was du tun willst und wirst dich nicht schon wieder mit den Kollegen treffen. Haben mich wirklich vor YouTube geklemmt und haben halt da wirklich mal Hardcore-Session irgendwelche Let's Plays angeschaut und dann geht ja online. Und auch wie die Folgen waren, also ich hab das so gefeiert, ich so gelacht. Ja, Sarazza, ja, ich finde, er ist K.O., er ist vielleicht auch ein bisschen hin und wieder verpeilt, das stimmt schon. Aber er ranged jetzt nicht so krass und ist jetzt auch nicht so beleidigend. Also Sarazza, muss ich auch sagen, der Typ hat echt meinen Respekt, weil was der leisten muss, geschäftlich und alles, ist halt auch schon Wahnsinn. Ich finde, der managt halt die ganze Firma. Und dass da viel zu managen gibt, glaube ich schon. Ich finde, ich kenne selber Buchhaltung und sowas und Scheiß, musste ich auch in der Schule lernen. Und das ist echt kein Kinderschlecken. Und das dann für so eine riesige Firma zu machen, die ganze Presse, alles zu organisieren und da alles am Laufen zu halten, ist sicher nicht einfach. Und dann eben nebenbei noch Videos aufzunehmen und so gechillt zu sein. Also, Respekt. Was ich ja generell sagen, also die ganzen größeren YouTuber, die da halt sich da wirklich selbst verwalten und selbstständig sind, das ist ganz sicher ganz schön anstrengend. Also Selbstständigkeit ist kein Kinderschlecken. Finde ich auch immer sehr lustig jetzt für politisch, ne? Es wird immer beschwert, es gibt zu wenig Firmenneugründungen und zu wenig junge Leute, die eine Firma gründen. Andererseits ist das so kompliziert, dass sich viele auch einfach nicht drüber trauen. Ach komm, du mit deinen Granaten wieder, ey. Das ist zwar nicht der Sean Shepard, aber der Battlegod mit seinen Granaten nervt auch. Also, dass man glitschen muss und Bugs verwenden muss, um Multiplayer gut zu sein, das finde ich einfach kacke. Dann denke ich mir auch, dann nimm dir eine andere Waffe, mit der du umgehen kannst, als jetzt sowas zu machen. Aber. Ja. War das schon tot? Ja. War tot. Ah! Lol, gegenseitig. Gwyn habe ich erledigt. Gwyn 82. Ja, Routine stimmt eigentlich so, könnte ich so und so schreiben, aber es ist halt einfach so, das Internet ist jetzt hat keine Altersbeschränkungen, auch die Videos haben keine Altersbeschränkungen. Auch vom Jugendschutz her, solange sie eben ja, die Spiele beachten oder was halt gespielt wird. Also, was ich jetzt sagen will, ist eigentlich so, wenn die jetzt in Minecraft spielen, dass eine Sexer-Freigabe hat, dürfen sie 6-jährige Kinder auch anschauen. Wenn die da so rumragen, das kann keiner überprüfen. Natürlich müssten da die Eltern ein bisschen dahinter sein. Aber, wie gesagt, das Problem ist einfach heutzutage, dass sich viele Eltern nicht mehr darum kümmern, was die Kinder machen. Vor allem, was sie online machen. Darum passiert so viel Scheiße, darum gibt es so viel Hater. Und
ich glaube auch darum passieren sehr viele Missbräuche und sehr viele Betrugsfälle einfach, weil Kinder das nicht oder nicht wirklich den Umgang damit lernen. Bei mir war es so, ich muss auch sagen, ich habe es auch schon sehr früh mit dem PC-Spielen angefangen. Aber mein erstes PC-Spiel war Abenteuer auf der Lego-Insel. Das war mein erstes PC-Spiel, was ich richtig alleine gespielt habe. Und da war es dann auch vorher schon so, dass sich meine Mutter mit mir in den PC hingesetzt hat, wie ich halt so ein 5, 6 Jahre alter Knirps war und mir das halt erklärt hat, wie ich da auch Pac-Man drauf spielen kann oder was hatten wir noch da? Wintersport, irgendwas. Also irgendein Wintersport, ein altes. Das hatten wir alles auf dem Rechner drauf. Meine Mutter da früher von daheim gearbeitet hat, für die Deutsche Bahn. Und ja, da habe ich das halt gelernt und dann habe ich mich halt mit so Lego-Inseln und sowas beschäftigt. Und sobald ich in der Schule war mit 8 Jahren, bin ich dann sehr auch mit Spielen in Kontakt gekommen, die eigentlich für mein Alter nichts waren. Okay, es war Age of Empires 1, was normalerweise ab 12 war und ich war halt 6. Heißt jetzt nicht die Welt und wenn meine Eltern wussten es, meine Mutter war es, hat es damals schon nicht gepasst, also jetzt hat sie gedacht, okay, es ist Antike und es ist Geschichte, also es ist okay. Aber ich bin da auch hin und wieder mit meiner Mutter mal aneinander geraten, wie ich dann mit 13, 14 Panzers gespielt habe. So ein Zweiter Weltkrieg-Strategiespiel, wo halt Häuser einstürzen und alles. Da habe ich auch ganz schön Anschiss bekommen schon. Also meine Mutter hat da schon drauf geachtet. Und ich habe das dann immer im Geheimen gespielt, aber ich habe mich halt damit auch beschäftigt. Und ja, seit ich 18 bin, kann sie mir nichts so vorschreiben, also ist mir das wurscht. Ja, Lodini, das kenne ich. Also, ich muss auch sagen, ich hatte, wann habe ich mein Handy bekommen? 15, 16 habe ich mein erstes Handy bekommen. Und es war auch so, dass ich in die neue Schule gekommen bin, die also, wo ich mal lang Bus fahren musste. Vorher war ich ja nur in der Schule bei uns im Ort. Und da war es halt auch so, ich habe vorher kein Handy gebraucht. Ich kannte auswendig die ganzen Telefonnummern meiner Freunde, also die Festnetznummern. Und wenn ihr nicht erreicht hast, dann bin ich halt mit dem Handy teilweise hingefahren. Mit dem Handy sein, mit dem Fahrrad hingefahren. Und hab's halt einfach besucht und hab geschaut, ob er da ist oder was halt los war. Und natürlich auch im Wald draußen irgendwas, Baumhäuser bauen, irgendwie mit Stecken kämpfen, Schwerter spielen. Ich hab immer irgendwelche Schrammen gehabt, also ich war auch sehr viel draußen. Wir natürlich auch Räuber und Gendarm spielen mit Fahrrädern und Airsoft. Also wir haben alles Mögliche gemacht. Wie gesagt, Handy gab es dann ab 15, wie 15, 16 war einfach aus dem Grund, weil was mit Bus sein oder so, dass man halt anrufen kann. Und einen PC hatte ich auch erst, wie ich mir den selber gekauft habe. Also ich hatte zwar einen Rechner bekommen. Alter, verdammt, Mose, nerv mich nicht. Ich habe zwar ein Ding an einem PC bekommen, halt zum Geburtstag, der war halt Grütze. Damit konnte ich halt auch gerade mal Age of Empires 1 weiterspielen oder 2. Aber meinen ersten richtigen Zocker-PC oder genauso meine Konsolen, die ich hatte, PS2, PS3, habe ich mir alle selber finanziert und selber gekauft. Und das ist dann gleich mal ganz was anderes und du beschäftigst auch ganz anders damit. Was ja was Besonderes war. Und teilweise, wenn ich das dann heute höre, dass der mit, ich sag, ich bin ja auch in der Kinder-, also als Jugendrotkreuzbetreuer tätig und hab dann auch mit Kindern zu tun, die halt so 12, 13 Jahre alt sind. Und wenn ich höre, der hat seit 8 Jahren, kriegt er jedes Jahr vom Vater ein neues Handy geschenkt und nicht mal zu Geburtstag oder zu Weihnachten, sondern einfach dann, wenn er rumquengelt, da denke ich mir halt auch, ich finde das, wie soll dieses Kind jemals Umgang mit Geld lernen, wenn es alles geschenkt bekommt? Wenn es nie für ihre Sachen arbeiten musste? So, jetzt muss man wieder Kommentare lesen. Ich muss auch sagen, dass meinen Eltern ziemlich egal ist, was ich mache. Ich bin eigentlich auch noch so viel zu jung für Shooter, aber mein Dad hat mich mit solchen Spielen echt nicht im Auge. Also, es weiß eigentlich auch nur er, dass ich sowas spiele. Ja, wie gesagt, habe ich auch. Also, ganz ehrlich, dass man auf die Jugendschutz-Sachen pfeift, ist eh ganz normal. Und ganz ehrlich, die USK, Spiele sind so beschnitten und zensiert, dass da eh nichts passieren kann. Da gehört einfach dazu und, ich finde auch diese, dass man das im Alter macht, ist auch falsch. Es muss eigentlich wirklich jeder selber wissen. Und wenn ich die Reife dazu habe, kann ich auch ruhig so ein Spiel spielen, absolut. Kein Problem. Wenn ein Zwölfjähriger ganz genau weiß, okay, ich töte da zwar jetzt einen, aber das ist ein Pixelhaufen, das hat nichts mit der Realität zu tun. Waffen sind trotzdem böse, Krieg ist trotzdem scheiße. Und es halt wirklich versteht und nicht nur sagt, ist absolut in Ordnung. Also sage ich auch nichts dazu. Aber wenn halt 18-Jähriger, oh geil, ich habe ihn abgeknallt, das ist cool, ich renne jetzt zur IS und werde Terrorist, dann ist es, ja, Kacke. Räuber und Gendarmen spielen mit Fahrrädern und Airsoft, ja, haben wir gemacht, war sehr lustig. Vor allem die Tatütata-Sirene, die wir mit den die wir so geschrien haben, war auch immer ganz lustig. Ich habe oft mit Jungs Fußball gespielt,
gespielt und als ist der Chat weg. Das hat die auch oft sehr viele Schrammen gehabt. Ja, Jungs können sehr viel Fußball spielen. So, warte, ich starte jetzt natürlich mal schnell CSGO. Sollte man mit Sean Shepard machen. Handy, okay, was brauchen Kinder mit dem Alter wirklich Smartphones? Nee, brauchen sie nicht, auch meiner Meinung. Ich habe meinen Laptop auch zum Bürster bekommen, aber mit dem kann ich eigentlich auch nichts machen. Ja, kenne ich. Mit Handy ist sowas wie das Nokia 3210 gemeint. Oh ja, 3210, das geilste Teil, die Zombie-Überlebenswaffe, das Ding, das man nicht kaputt kriegt. Ja, du, also wie gesagt, ein Handy für Kinder ist ja nicht mehr so die schlechte Idee. Wo sie halt wirklich mal die Eltern anrufen, hey, es regnet, hol mich bitte vom Fußballplatz ab oder auch mal eine SMS schreiben oder von mir aus auch mal mit meinem Freund telefonieren, bist du da, kann ich rüberkommen. Absolut kein Ding, aber wirklich Smartphones, ja, brauchen sie nicht. Und da verstehe ich auch, dass ja, in Schulen ein Handyverbot ist oder es weggenommen wird, weil, ja, wozu brauchen die das Handy? Ich finde es natürlich aber auch gut, wenn es Fächer gibt, so Sozialkompetenz oder sowas, wo das Handy mit eingebunden wird, wo sie dann sagen, hey, geht mal auf Google, sucht das und das oder halt auch wirklich ja EDV-PC-Unterricht, weil ich habe auch mal als Praktikant, bevor ich da in Wien bei dieser Firma war, war ich Praktikant in der Erwachsenenbildung als EDV-Trainer. Heißt, da waren sehr viele Arbeitslose drin, sehr viele junge Arbeitslose hauptsächlich, die halt vom Arbeitsamt oder vom AMS in Österreich dahin geschickt worden ist, halt um so einen Kurs zu machen. Und das war der EDV-Grundkurs. Ich habe gedacht, ja, das wird ja piep einfach. Du, okay, ein, zwei ältere Leute hast du drin, die kennen es vielleicht nicht mit PC aus, aber die Jungen, ach, die kennen doch das alles. Ja, ich dachte ich anfangs auch. Ich habe dann auch eine Gruppe bekommen, so 10 Jugendliche, 15 bis 17, circa, also alle jünger als ich. Und dann sagt, ja gut, dann fangen wir mal mit Word an und hab da angefangen zu reden. Die sind alle da dargestellt, offener Mund. Ja, dann musste ich ihnen mal erklären, was Word ist. Sie können zwar wunderbar Facebook, sie wissen, was Facebook ist, sie wissen, was YouTube ist, können Facebook wunderbar schreiben, aber sie schaffen es nicht, einen Word zu öffnen und einen Satz zu formatieren. Das hat mich richtig geschockt. Also da war ich richtig fertig und ich musste denen wirklich alles erklären. Also Word, PowerPoint und solche Sachen, die ich halt wirklich in der Schule gelernt hatte, konnten die nicht. So, keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal CSGO starten. Ihr müsst mir das selber sagen, wie das geht. Ich bin ja selber so ein Noob. Ich könnte mit Freunden spielen, aber ich weiß nicht, ob da. Wir können wahrscheinlich alle nur nachjoinen, die ich in der Friendslist habe. Es für alle anderen ist ein bisschen scheiße. Okay. Ja, Ludine, das ist aber auch ein großes Problem. Das kann ich halt von der Rettung sagen. Was da teilweise wir betrunkene Kinder fahren, das ist echt schlimm. Du, ist kein Problem. Ich habe auch eine Rechtschreibung wie ein, ja, wie irgendwas. Also, ja, ich weiß es jetzt echt nicht. Ihr müsst mir sagen, was ich machen soll. Offline mit Bots oder mit Freunden spielen, schnell spielen, Community. Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal schnell mit Freunden spielen und ihr müsst mir einfach nachjoinen. Ist halt jetzt nur für die Leute, die eine Friendslist habe. Müsst jetzt joinen. Ja, ich tu dich mal einladen. Also nee, der ist gar nicht dabei. So, der Shepard ist da. So, Spieleinstellungen muss ich noch machen. Ein Deathmatch? Nee, mach ein Gelegenheitsspiel. Active Duty. So, wer noch wer mit? Wie immer, Tastatur ist schuld. Ich muss auch sehr viel in meiner Klasse echt erklären und zeigen, wie Word funktioniert. Ja, ist richtig krass. Ich frage mal, können wir loslegen? I want to fire, will mich adden. Nehme ich halt an. Annehmen. Ist Daniel von euch? Kennt den nicht. Daniel, bitte mal was schreiben, dann nehme ich dich auch an. Ja, MK ist schon nachgeschaut, das ist super. Want to Fire lade ich jetzt auch mal schnell ein, dann können wir schon loslegen. Hm.
Wie gesagt, Leutin, oder generell, also ich finde das echt schlimm, dass Kinder dann teilweise das nicht mehr beherrschen, weil es halt auch im EDV-Computer-Ding halt immer erklärt wird, wird der PC eingeschaltet. Aber halt wirklich, was halt so Internet-Security oder Gender-Security mit PC, Word, PowerPoint, Excel, das sind halt einfach solche Sachen, die sind Grund heutzutage, oder? Und auch der Internet-Explorer oder von mir ist auch der Chrome, aber man fängt normalerweise mit dem Explorer an, weil der einfachste ist. Da gibt es auch einfach Sachen zu beachten, die halt einfach wichtig sind heutzutage. Und dass man halt dann generell sagt, nee, PC, scheiße, ist böse, in der Schule nichts verloren, ist auch der falsche Weg. Ganz im Ernst, weil die kommen in die Arbeitswelt, sollen im PC was machen und hocken da, was, PC? Nicht Facebook? Nicht YouTube? Was ist Word? Also, es ist halt wirklich krass, und wenn man ihnen dann halt erklären muss, wie ein PowerPoint funktioniert, wo ich teilweise daheim gesessen bin und wenn man langweilig war, an regnerischen Tagen irgendwelche Präsentationen gemacht habe, weil es lustig war, ich Videos eingefügt habe, also, ja. Aber da merkt man halt auch, dass, wie das Schulsystem an manchen Leuten vorbeigeht. Mir haben halt diese Kids auch leid getan, weil halt in der Schule nicht wirklich aufgepasst und dann wollten sie Lehre machen und dann finden sie keinen Lehrplatz, weil sie halt einfach so schlecht waren. Also von Schulnoten her. Es ist einfach Kacke heutzutage, muss man echt sagen. Ich muss auch sagen, dass ich das mit dem Notensystem absolut nicht zufrieden bin, weil nur weil deine Note da steht, hat das nichts zu bedeuten, wie gut einer in dem Fach ist. Das ist einfach nur, wie gut ich bei einer Prüfung abgeschnitten habe. Und das sagt genau nichts über einen aus. Wie gesagt, wenn einer eine Prüfungsangst hat oder Prüfungsangst hat, hatte ich früher auch, dann verschlechtert sich deine Note automatisch gleich mal um 1 bis 2 Notengrade, obwohl du trotzdem gut bist. Und wie gesagt, wenn er gut reden kann, ist das genauso wichtig, finde ich, oder fast noch besser wichtiger als Rechtschreibung. Na, Rechtschreibung kann man ungefähr trotzdem wissen, was er meint. Auch wenn jetzt da ein R zu wenig drin ist oder ein O zu wenig oder zu viel, denke ich mal, das sind so Kleinigkeiten, ich finde, das weiß doch jeder, was gemeint ist. Aber wenn er dafür frei sprechen kann, das gut frei sprechen kann, ja, mein Gott, dann kann er es halt nicht gut schreiben. Ist doch wurscht. Das ist ein Problem von der Leistungsgesellschaft, die wir haben. So, Suche läuft. Ja, ich laber und laber und laber und es passiert nichts, weil das blöde Ding keinen Server findet, wo wir spielen können. Blank ist ein bisschen spät mit Spielen. Obwohl, du kannst ja nachjoinen. Ja, Blanki, müssen wir jetzt warten, bis wir im Spiel drin sind, bevor du nachjoinst. Das dauert immer so lange, CSGO, ey. 3,5 Stunden, ich glaube, der längste Stream ever. Krass. Boah. Na, findet jetzt mal einen Server, ey. Also wie gesagt, das ist eine Runde CSGO und dann mache ich auch mal Feierabend. Dam, dam. Dam, dam, dam. Was war das jetzt? Oh, er hat den Server gefunden. Endlich, das 2-Gelegenheitsspiel. Ja, hoffentlich ist es keine Bot-Lobby. Das wäre Kacke. Blanki, komm zurück! Wieso läufst du weg? Blanki! Nein! Ach, Shepard. Aber der Name Shepard, das erinnert mich immer an Sea Shepard. Ich weiß nicht, ob das irgendwer kennt. Da diese Walretter da, die mit den Japanern in sich immer prügeln. Finde ich ganz krass, was die machen. So, ja, ich habe ja auch Rubberbanding. La la la, ich übe Rubberbanding, auch in CSGO. Oh, ist fast noch schlimmer als ein Ding. Also ich glaube, hier werde ich jetzt vorher was sagen, weil dieses Rubberbanding nervt wirklich. So. Aua, scheiß Granate, ey. Geil, nee, habe ich nicht erwischt. Nachladen. Die kommen von hinten. Ah, die haben auf B gelegt. Wir laufen alle zu A und die haben auf B gelegt. Ey, was soll denn das? Bist du denn beigetreten? Ich bin einfach nur, ja. Ich glaube, Terror bin ich. Ja, Ludin, aber das ist ganz ehrlich, das ist wichtig. Ich muss auch sagen, ich bin ja jetzt EDV-Techniker und Netzwerktechniker und ich muss auch sagen, dass ich vieles,
und auch dieses Grundwissen mir selbst angeeignet habe, also auch EDV-technisch. Ich finde, ich stelle mir heutzutage selber PCs zusammen und das habe ich mit 14, 15 Jahren auch schon gemacht, wie ich in diese Schule gegangen bin. Habe da auch schon PCs repariert wie Nachbarkinder. Ja, sich selbst damit zu beschäftigen ist immer noch das Beste, weil dann kann man sich, verdammt, ich hätte vielleicht eine Waffe kaufen sollen, ich darf nicht so viel reden. Zwei Runden CSGO, ich weiß nicht. Es laggt so. Mal gucken, wie ich drauf bin nach der ersten Runde. Wie hast du vorhin gesagt, oder wie sagt Hadi immer, wie war das? Ja, eine Runde noch, die letzte, versprochen. Gucken wir mal. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also ich habe mir das sehr viel selber beigebracht und das ist einfach auch wichtig, weil wenn du dich wirklich selber damit interessierst und auch arbeitest und auch natürlich fails, also trailen, also probieren und scheitern, gehört einfach dazu und dadurch lernt man Sachen. Ist so. Und nur so kann man wirklich was lernen. Und dieses typische, ich lese jetzt ein Buch und das lese ich dreimal und dann lese ich noch ein anderes Buch und dann kann ich das, funktioniert einfach in den wenigsten Fällen. So, jetzt muss ich mal mein Gewehr kaufen. So. Ja, genau. Bei Shepard muss ich eher an den Typen aus SGA denken. Aber ja, ganz lustig. Das ist mir wirklich bei ihm so. Ihr habt ja vorhin sein Profilbild gesehen. Der ist nämlich wirklich so ein Stargate-Freak. Ach komm, AWP, ey. Ich hasse diese AWP-Typen. Das ist sowas. Ach komm, AWP, ey. Also die Chancen auf eine zweite Runde sinken gerade. Und AWP gleich wieder weggeholt werde. Ich mag die Dinger nicht. Die sind doof, diese Waffen. Nein, nein, die PCs von Nachbarskinder-Lodine. Nicht die Kinder reparieren. Ich stelle mir das gerade vor. So, jetzt kommst du dran und schraubst du ein bisschen im Rücken. Ja, wie wollen sie ihn denn? Ja, bitte auf ganz freundlich stellen. Ja, ganz freundlich. Ja, es schaut, ja, habe ich ja gesagt, dass er aus Stargate Atlantis hat den Namen. Also, ja. Niemals springen und schießen, das bringt nichts. Nee, ich habe die PCs repariert von Nachbarskinder. Und da war es dann teilweise sogar so, also war der geilste Fall, das war ein Junge, ich muss sagen, der war ein bisschen doof. War so. Er ist auch ziemlich gehänselt worden von den anderen Kindern, weil er wirklich so ein Mutterkind war, der in den Scheiß zur Mama gelaufen ist und sich auch immer aufgeregt hat und gepetzt hat und was nicht alles. Und jetzt ist der eines Tages mit seinem PC zu mir gekommen. Ja, der PC geht nicht, weil da fällt immer der FI, die Sicherung. Und denke mir so, okay, es ist ja echt nicht normal, dass immer die Sicherung fällt. Und ja, ich spiele auch Aave. Ja, Ludine, das ist sehr lustig, dass sich das Samsung lustig gemacht hat, aber ich möchte die Geschichte schon zu Ende erzählen. Und jedenfalls hat eines Tages dieser Junge seinen PC gebaut und sagt, da fällt immer die Sicherung, wenn er ansteckt. Und er bringt, ob er den vorbeibringt, ja, natürlich, bring ihn vorbei, schau mal an. Und das Geile war, er stellt den ab und ich sehe schon, der ist nass, der Rechner. Da ist irgendwie Wasser rausgelaufen. Was hast du mit dem gemacht? Ich habe ihn sauber gemacht. Ja, wie sauber gemacht? Ja, ich habe mit dem Gartenschlauch reingespritzt. Sollte ja richtig sauber werden. Haben wir schon gedacht, okay. Jetzt ernsthaft mit dem Gartenschlauch reingespritzt. Kein Wunder, dass er nicht geht. Hab halt nichts gesagt, habe halt nur heimlich gedacht, what the fuck, was für ein Trottel. Habe halt den PC aufgemacht, dann ist mir wirklich schon die Suppe entgegengekommen. Also der hat wirklich den ganzen PC, oh scheiße, ich bin der Letzte. Ganzen PC eingesaut mit Wasser. Und ja, ich gehe safe. Verdammt, da ist ja auch einer. Verdammt. Stirb! Verdammt. Alter, 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 alter. Und jedenfalls habe ich halt dann den PC auseinandergebaut und halt die einzelnen Komponenten getrocknet, dann ging es wieder. Aber wie gesagt, mit einem Hochdruck oder einem Wasserschlauch in den Computer reinzufahren, ich finde, wer macht denn sowas? Also, das war krass einfach. Und ja, da denke ich mal auch manchmal, dass das nicht gut gehen kann. Das müsste doch eigentlich einer der Menschenverstand sagen. Aber ja, anscheinend tut er das nicht. Erst doch aufregend selber AW spielen. Ja, wenn mich die Leute aufregen, spiele ich meistens selber, weil dann will ich den heimzahlen. Stirb. Bin fast tot, verdammt. Ich höre Getappe. Ach, scheiß Granate, die kam gerade nur entgegengeflogen.
Ja, und zum Samsung-iPhone-Ding, ich bin halt der absolute iPhone-Hasser. Einfach aus dem Grund, wir hatten halt in der Schule auch Handytechnik und Handy-Reparatur und sowas. Und ja, da war schon iPhone. Also die Lehrer haben Apple gehasst, wir haben Apple gehasst. Und das hat sich ein bisschen halt auch abgefärbt. Und das waren halt solche Sachen zum Beispiel. Wir haben halt die Handys auseinandergenommen und dann so Tafeln gebaut, wo halt in die einzelnen Komponenten ist. Und es ist halt schon mal krass, erstens, dass das iPhone wirklich sehr schlecht warten kannst. Also, es ist so, wenn du das auch beim iShop oder wie das jetzt Ding heißt, Apple Shop abgibst, es wird eigentlich nur weggeschmissen, du kriegst ein neues, seine Daten werden übertragen. Und es ist halt wirklich so, das haben wir halt da auch gesehen, dass die Bauteile, die im iPhone verbaut sind, wirklich so minderwertig sind, dass die teilweise in Europa und Amerika verboten sind. Das sind ganz billige China-Bauteile, die wirklich von den Toleranzen so wirklich mit in Europa nicht erlaubt sind. Und das ganze iPhone kostet in der Produktion, was waren es? $5. Mit Lohnkosten. Mit Lohnkosten kostet das Ding $5. Ein Samsung-Gerät hingegen kostet $20 in der Herstellung. Mit Lohnkosten. Und da sieht man einerseits, wie wenig Apple zahlt und andererseits, wie wenig eigentlich diese Bauteile wert sind. Und das ist einfach das Krasse, dass du da 400-500 € für $5 Gerät zahlst, was wirklich eigentlich nur Mist ist. Das Geilste ist ja, und die ganzen hochwertigen Teile, wie zum Beispiel der Touchpad. Ich muss auch sagen, das Glas ist sicher auch irgendwie von billig. Ist ja wieder tot, scheiße. Das ist hier wieder von Samsung. Also, Touchpad ist ja von Samsung gekauft. Und Apple ist dann auch noch so blöd und verklagt Samsung, die ihnen den Touchpad herstellen. Ja, also wie gesagt, iPhone, generell Apple-Geräte finde ich absolut unnötig. Vor allem auch solche Sachen wie iTunes. Ich finde es absolut unpraktisch, dass wenn du dir irgendwas aufs Handy laden oder auf iPod laden willst, das erst mit dem Programm synchronisieren musst. Weil das Programm, das synchronisiert ja einfach alles vor dem PC. Also auch Sachen wie irgendein Spielesound. Das Problem war, bevor ich meinen eigenen Rechner hatte, hatten wir einen gemeinsamen Rechner mit meiner Schwester. Meine Schwester hat ein iPod. Meine Schwester ist absolute Apple-Liebhaberin. Die hat iPad, Phone, Pod, alles. Ein Eischeiß wahrscheinlich auch. Nee, und jedenfalls, die hat ja iTunes draufgeladen. Das war dann so schlimm. Jedes Mal, wenn ich Musik abspielen wollte, hat sich dieses scheiß iTunes aufgetan. iTunes hat sogar Sounds aus meinen Spielen reinkopiert in das Programm. Was absolut irrsinnig war, aber was brauchst du denn? Ein Schussgeräusch oder irgendein kurzes Sprachfile auf deinem iPod? Und ja. Da lobe ich mal halt einen ganz normalen MP3-Player, den ich einstecke, einfach in Ordner rüberziehe und fertig. Ja, iPhone ist kacke, ich sag's auch ganz ehrlich. Auch das neue iPhone, jeder, der sich das kauft, hat meines Erachtens ja, zu viel Geld, weil es ist das nicht wert. Vor allem muss man ja ganz ehrlich sagen, dass die technischen Daten vom iPhone 7 oder 6 oder was jetzt rauskommt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, sind die gleichen wie vom HTC, Quatsch, wie vom Samsung Galaxy 2, das vor 2 Jahren rausgekommen ist. Das sind die gleichen Anforderungen. Wirklich die gleichen. Heißt, du zahlst auch noch so viel Geld für etwas, was schon vor 2 Jahren rausgekommen ist. Ja, sowas passiert, dass man da was umstellt. Oder was verkackt, das kommt wirklich vor. Ich sag, ich habe auch schon Grafikkarte geschossen, weil ich vergessen habe, auf Antistatik zu achten und sowas. Ja, sorry, dass ich jetzt so über Apple gehatet habe, aber ich hasse Apple wirklich und das Thema bringt mich jedes Mal auf die Palme. Und das war ja das Lustige, ich habe hier für die Schweizer Firma hauptsächlich Tech-Support gearbeitet. Heißt, ich war der Supervisor, habe auch hin und wieder mal telefoniert, vor allem wenn die Leitungen übergegangen sind. Und es waren halt hauptsächlich Hardwarefehler oder. Wenn mein kleiner Verbindungsfehler, das war halt immer sehr schnell gelöst, indem du ja einen Knopf gedrückt hast und das Ding hat sich wieder verbunden. Wunderbar. Aber es war wirklich so, wenn es ein Gerätefehler, ein Hardwarefehler war. 9 von 10 Anrufen war iPhone, ein Anruf war wegen Samsung und wir hatten seltenst Anrufe, also gar keine Anrufe wegen Windows-Phones und mit HTCs. Und ich muss selber sagen, ich habe ein HTC seitdem und ich liebe HTC und es funktioniert wunderbar. Und jedenfalls, da habe ich es auch wieder gemerkt, was da für Probleme gibt. Zum Beispiel, bestes Beispiel: iOS 7 Update in der kompletten Schweiz ist bei jedem iPhone oder jedem iGerät die Diebstahlsperre aktiviert worden. Die Leute sind nicht mehr reingekommen. Die haben natürlich wütend bei uns angerufen, warum ihr PIN-Code nicht mehr funktioniert. Ja, wir konnten denen auch nicht helfen. Wir konnten denen nur die Nummer vom Apple Support geben. Und die waren natürlich so überlastet, dass Apple gesagt hat: Ach, wir schalten heute die Hotline ab. Das sind uns zu viele Anrufer. Ich finde es super.
Denke ich mir auch. Ja, toll. Tolle Wurst. Super für die Kunden, die da ein paar hundert Euro für ein iPhone ausgehen. Wenn sie dann so im Stich gelassen werden. Also ja. Und das ist auch so ein Grund, warum ich Apple einfach nicht mag. Und ich sag, da rege ich mich immer voll drüber auf, dass halt Leute wirklich da Geld ausgeben dafür und vor allem so viel Geld. Und da rage ich halt dann auch mal ein bisschen viel. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen viel geraged habe. Naja, Nordine, so ist es leider nicht. Ich kenne es ja, wie gesagt, ich habe da für unseren Handyanbieter gearbeitet. Und teilweise, du zahlst ja wohl das Handy. Also die Verträge sind teilweise so teuer, vor allem so überteuert, dass du das Handy zwar teilweise dreimal abzahlst. Es passiert eigentlich, also seinen Vertrag mit Upload zu kündigen, ist das Beste, was du machen kannst. Weil im Endeffekt, sobald du das Handy ist mit der Vertragslaufzeit abbezahlt, mit deinen 12 oder 24 Monaten. Und sobald das passiert ist und du bleibst bei dieser Firma, zahlst du eigentlich mehr, als du wirklich müsstest, weil das Handy hast du schon abbezahlt. Und wir hatten das nicht einmal, dass vor allem wie das neue iPhone 5C und diese goldenen rausgekommen sind, dass da Leute sich irrsinnig teure Verträge gekauft haben, die dann 2 Monate spät angerufen haben, hey, können wir irgendwas machen, ich kann mir meine Rechnung nicht mehr leisten. Ist halt auch Kacke. Ja, also wie gesagt, wegen diesen Windows-Geräten hat auch fast nie wer angerufen, weil teilweise ist ja auch wahrscheinlich was nichts, die viele Leute haben. Aber, wie gesagt, HTCs, das sind eigentlich so, was meiner Erfahrung nach, die robustesten und auch lauffähigsten Handys. Also, es gibt ja auch genug Samsung-Nutzer, die sich immer beschweren, das lägt, das hängt sich auf. Habe ich auch nicht mit meinem, das läuft fein, wirklich. Ich habe ein HTC Desire, super Handy. Ich habe auch schon gesagt, nächstes Handy wird wieder ein HTC. Ist ja natürlich auch ein bisschen teurer, aber die sind das Geld echt wert und vor allem, es ist kein iPhone. Und ja. Auch das mit diesen Tablets. Ich finde, gibt es ja von Samsung auch, aber das mit den Tablets finde ich generell schwachsinnig. Weil, ja, schön, ein Brettchen, wo du surfen kannst. Aber trotzdem, wenn ich jetzt wirklich was Ausführliches surfen, wenn ich was schreibe, wenn ich arbeiten will mit PC, ersetzt mir nichts meine Tastatur und meine Maus. Nichts. Weil da finde ich diesen kleinen, doofen Touchbildschirm sogar richtig kacke. Weil es so ewig, weil ich dann nicht mal irgendwie 2, 3 Finger benutzen kann, weil immer nur ein Finger akzeptiert, also... Finde ich auch nicht gut, diese Tablets. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, so zum mobilen Surfen, zum Nachschauen als Zeitungsersatz oder so, super. Oder vielleicht so irgendwelche YouTube-Videos gucken, richtig geil. Aber arbeiten oder solche Stimmen, die sagen, die behaupten, das ersetzt mit dem PC, bezweifle ich ganz. Bezweifle ich absolut. So. Jetzt müssen wir aber vielleicht mal gewinnen, damit ich vielleicht auch mal zu was kommen, weil ich bin halt einfach nur schlecht und da ist einer umgefallen. Nein, Junge! 1, 2, 3, wiederbeleben! Jetzt wollte ich gerade rennen, wie im Battlefield. Ich bin einfach Battlefield gerade gewohnt. Ja, also wie gesagt, bei iOS 7 war es ja teilweise so, dass das ja sogar... Also in der Schweiz war es so, dass das automatisch geupdatet hat. Auch wenn sich die Kunden zum Beispiel gesagt haben, sie möchten kein mobiles Internet haben, wurde das dann trotzdem automatisch geupdatet. Dann hatten wir auch immer wieder die Anrufe von den Kunden, die sich beschwert haben. Hey, ja, ich habe Internet gebraucht, obwohl ich es deaktiviert habe. Wieso? Man muss es dem erklären, dass es Updates waren. Also das ist richtig kacke gewesen. Und ich war gerade richtig gut. Möchte ich bitte Applaus im Chat, wäre nett. Weil ich war gerade richtig gut. Richtig super. Rockdogs war super. So. Ich glaube, die Runde gewinnen wir jetzt auch nochmal. Und ich glaube, nach der Runde ist wirklich Schluss, weil wir werden immer weniger im Chat, merke ich schon. Wir werden auch alle müde. Also, heute gibt es keine zweite Runde. Aber das nächste Mal spiele ich dann am Anfang CSGO und danach Battlefield. Okay? Dann sehen wir mehr CSGO. Ah, jetzt meine Nase juckt mich gerade voll, ey. Komm, du letzter. Genau. Wow, der war nicht schlecht. Ja, also wie gesagt, da hat jeder seine eigenen Erfahrungen. Und ich sag auch ganz ehrlich, sollte sich eigentlich auch niemand was einreden lassen, auch nicht von mir. Macht einfach selber die Erfahrungen mit den Handys. Also probiert rum und lest Tests im Internet. Also wie gesagt, es ist einfach, jeder kommt anders damit zurecht.
Und ich sag ganz ehrlich, ich habe halt meine Erfahrung gemacht mit dem HTC. Finde die super. Wird auch nie wieder ein anderes Handy nehmen. Also im Moment, ich sag, das kann sich ja in ein paar Jahren wieder drehen. Wenn die Handys wieder kacke werden, dann durchaus möglich, dass ich dann auch mal sage, was für ein Scheiß, ich nehme wieder Samsung oder was für ein Scheiß, ich nehme lieber doch mal ein iPhone, wenn es nochmal besser werden. Aber im Moment ganz eindeutig HTC. Stopp. Und nachladen. Aber ja. Boah, fuck. Yay! Ich habe ein Auge ergattert. Geil. Shepard-Taktik tot. Ja, es kann vorkommen. Ich gehe bei B, bei B, bei B, bei B, bei B, bei B. Zeig dich. Zeig dich. Huhu, zeig dich. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ich muss nachladen. Hallo. Wo ist die Bombe? Nicht hier. Drüben. Ach, Scheiße! War mit der Schrotflinte auf die Entfernung, sicher! Ach, komm, ey. Mach den fertig! Wer schießt daneben mit seiner Schrotflinte, ey? Okay, das war. Der steht einfach nur da. Ich bin AFK. Bin so AFK, Jungs. Nice, mit der Pistole. Er nimmt halt. Achso, der hat selber eine Waffe. Okay. Nein, jetzt haben wir eine schöne Waffe wieder verloren, ey. Muss wieder die SG nehmen. Und zweimal noch gewinnen, dann gewinnen wir jetzt sogar die Runde noch. Hui. Ja. Ich sag dir, das kommt halt immer auch selber drauf an. Wie gesagt, ich habe da einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Halt einfach auch das, was ich in der Schule gesehen habe, was ich gehört habe von den Lehrern, was ich gesehen habe in den Bauteilen, das hat mir halt persönlich gereicht. Und kaum habe ich keine Augen mehr, bin ich schlecht. Ihr sagt, ich würde mir nie ein iPhone holen, aber ist halt einfach, ja, eigene Sache. Ich muss sagen, ich komme mit dem Betriebssystem auch überhaupt nicht zurecht. Also, ich finde Android um einiges unkomplizierter und benutzerfreundlicher als jetzt ein iOS. Aber wie gesagt, ist halt wirklich reine. Selbstempfinden. Ich will da auch niemanden reinreden. Ich glaube, die Runde verlieren wir jetzt. Sind wir schlecht dran. Oder? Wenn es so weitergeht, gewinnen, das könnte es halt doch noch gewinnen. Ja, das wird nichts mehr. Sind wir nur zu wenig. Obwohl? Ausgeglichen. Vielleicht wird das jetzt doch noch was. Gehen Sie nach A. Ich werde dir zu gern sagen, wo die Leute sind, aber ja. Leg die Bombe. Hinten über lang. Der hockt unten drin. Da hat er ihn. Komm, geh hoch, Bombe. Verdammt, haben verloren. Geil, eine Kiste. Okay, Leute, das war's dann heute mit dem Stream.
Ich sage danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sie waren ein hervorragendes Publikum. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alle, die noch nicht mir folgen, wäre ganz nett, wenn ihr mir folgt. Das wäre richtig cool. Und dann sage ich ja, danke und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, ciao.